Moin, moin, mein Name ist Mathilde und bitte erschreckt euch nicht, wenn ihr jetzt euch über diese Bilder und dieses komische, was zuletzt geschah, wundert. Wie ihr vielleicht in der letzten Aufnahme gemerkt habt, der liebe Heinrich und ich hatten ein paar Probleme mit der Tonaufnahme, weswegen es jetzt eine kleine Zusammenfassung von der zweiten blutroten Nacht, Tag 15 und Tag 16 gibt. Solltet ihr allerdings gerne diese Lost Levels nochmal sehen wollen, schreibt es uns in die Kommentare, wir werden sie euch nachliefern, aber da hört ihr leider nichts anderes außer Heinrichs Stimme. So, wir befinden uns jetzt schon mitten in der blutroten Nacht, die Zombies kommen schon angerannt. Wie wir feststellen konnten, dass unser tolles Verteidigungssystem eigentlich sehr gut funktioniert hat. Die Zombies sind wirklich ausschließlich von vorne gekommen, also da, wo wir kein Stacheldraht aufgestellt hatten. Sie sind richtig schön im Graben hängen geblieben. Ein paar sind auch drüber weggehüpft, aber das war dann gar nicht so dramatisch, sodass unsere Nacht doch vergleichsweise recht interessant war. Wir haben auch gar nicht versucht, irgendwie die Gräben noch selber zu erweitern, kaputt zu hauen. Die sind dann einfach hochgesprungen. Also für uns, das war eine gute Idee, werden wir weitermachen. Eine kleine Überraschung gab es, mit der wir tatsächlich nicht gerechnet hatten. Und das war der Besuch des fetten, wenn auch nicht radioaktiv grün leuchtenden Polizisten. Ich nenne ihn ja zu gerne Chief Wiggum. Wir haben ihn aber sehr schnell erledigt. Er konnte nicht unsere Basis ankotzen und somit zerstören, sodass dieses Problem schnell erledigt war. Den nächsten Tag haben wir erstmal ein paar kleinere Reparaturmaßnahmen durchgeführt, sind dann aber sehr schnell auf unsere Bikes gesprungen und haben uns nochmal auf den Weg gemacht in dieses kleine Dörfchen, wo auch The Bear denn ist. Haben uns da nochmal ein bisschen umgeschaut, was es denn da eigentlich so gibt. Unter anderem haben wir uns den Pfandleiher angeschaut und Überraschung, in dem ein Fenster war ein Wölfchen. Das ist leider direkt nach hinten gelaufen, sodass wir es nicht durch das Schaufenster erledigen konnten. Dementsprechend, die Pfeile haben es nicht erledigt, aber der Heinrich hat seine Schrotflinte gezuckt und den Wolf mit einem Schuss erledigt, sodass unser Fleischvorrat wunderbar aufgefüllt werden konnte. Natürlich haben wir uns noch ein paar andere Häuser angeschaut, aber wir wollen das hier ja nicht zu lang ziehen. Tag 16, wir sind zum Händler gelaufen, dachten uns, hey, der Händler, der hat doch jetzt so schöne Aufträge, die wir machen können. Also haben wir beide uns denselben Auftrag geholt. Es ging darum, dass man Versorgungsgüter aus einem Haus bergen muss. Das war nicht so wahnsinnig weit weg. Also sind Heinrich und ich beide zu Fuß losgezogen, sind zu dem Haus gelaufen und haben da unser Glück versucht. Meine Suche war nicht ganz so erfolgreich. Ich habe mich relativ früh frustriert wieder auf dem Weg zurückgemacht. Heinrich hat es dann nochmal selber versucht, alleine, musste noch ein paar neue Zombies töten und hat auch die Versorgungsgüter gefunden, hat die ordnungsgemäß zum Händler zurückgebracht und seine wohlverdiente Belohnung einkassiert. Ich muss das wahrscheinlich einfach nochmal irgendwie machen. Vielleicht habe ich nächstes Mal mehr Glück. Ja, das waren so, ich sag mal, die Eckpunkte von denen, was an den Tagen passiert ist. Wie gesagt, wenn ihr die gerne sehen wollt, sagt uns Bescheid, dann kriegt ihr die Lost Levels nachgeliefert. Und jetzt habe ich auch genug geredet und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde, die irgendwie ein Problem mit Hunger hat. Hunger und Durst? Ja, Durst nicht, sondern Hunger. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund nämlich wird bei mir, egal wie viel ich esse, meine Stamina, also meine Ausdauer wird nicht besser und mein Hunger wird auch nicht besser. Es wird permanent 62 angezeigt bei mir bei Hunger.
Ich weiß nicht, weshalb. Es wird nicht besser. Ich habe mich einmal abgemeldet, wieder angemeldet. Wenn ihr eine Idee habt, was es ist, sagt nochmal. Vielleicht ist es auch, wenn wir den Server neu starten, wieder weg. Keine Ahnung. Oder wenn du gestorben bist. Oh, ich will aber nicht schon wieder sterben. Ja, genau. Und heute sind wir jetzt auf der Suche nach Kartoffeln. Yo quiero papas. Ja, ah! Jetzt sagt er mir, du bist hungrig. Ich kann aber nicht mehr essen. Ich habe wirklich, ich habe in der Nacht, ich habe einen Fischtaco. Ich habe dreimal gebratenes Wildbret. Zweimal hier Speck mit Eiern gegessen. Also wirklich, ich habe nicht wenig gegessen und es hat sich bei mir bei der Nahrungsanzeige wirklich gar nichts getan. Wie war denn das damals? Es gab doch diesen Bug, dass wir mal zu zweit gespielt haben, der zweite Player, wenn wir schwimmen waren, du einmal so untergetaucht bist, gleich wieder raufgetaucht, hattest nicht sofort mitgekriegt, dann dachte das Spiel, du tauchst weiter und irgendwann bist du ertrunken. Vielleicht ist das so ähnlich, aber... Da hat es einmal nur Sinn gemacht, einmal aufzutauchen, wieder runterzutauchen. Du fährst links da lang, dann fahre ich die andere Straße lang einfach mal so. Ach so, dann, dass wir sozusagen auf beiden Seiten das... Ja, wir können ja ein bisschen kundschaften und ein bisschen dann nach Kartoffeln suchen. Dann müssen wir ja nicht beide zusammenfahren, oder? Müssen wir uns ein bisschen aufteilen. Ja, können wir machen. Weil sonst bin ich ja immer einer dafür, dass wir alles zusammen machen, aber ich glaube mal so Kartoffeln suchen oder so, das könnte man ja am besten aufteilen. Auskundschaften. Ich überlege, jetzt fahre ich dann nach Norden. Achso, du fährst nach Osten, dann fahre ich nach Norden. Ja, aber ich bleibe immer im grünen Gebiet, weil ich habe noch nie Kartoffelfelder Felder in anderen Gebieten gesehen, oder? Irre ich mich da? Gibt es in anderen Gebieten auch Kartoffelfelder, wenn da irgendwie Häuser sind oder so? Kann sein. Also verbrannte Gebiet auf keinen Fall, da sind ja nicht mal richtige Häuser. Das glaube ich auch, deswegen bin ich ja jetzt auch nicht nach Süden gefahren. Ah ja, genau, hier ist diese Tankstelle, die ich das einmal gesehen hatte. Aber weiter bin ich ja auch nicht gefahren. Jetzt fahre ich weiter. Ich glaube, so ein Farmgebäude haben wir noch gar nicht gesehen, oder? Doch, aber da waren keine. Ach stimmt, stimmt, doch eins hatten wir, ja. Okay, ich nähere mich einem Schneegebiet. Da wird es wohl keine Papas geben. Aber da vorne sind noch Gebäude, das will ich mir wenigstens anschauen. Ja, mir ist kalt. Wen überrascht es? Ich bin im Schneegebiet. Ich bin jetzt in Perishton. Gegenstände, ja, die mal rausgeschmissen wurden, bleiben die liegen? Hier liegt noch ein Beutel zerbrochenes Glas. Ich weiß, bei Crack a Book, da waren wir da schon ein paar Tage nicht mehr. Hier ist voll die riesige Kirche. Also so eine richtig riesige Kirche. Cool. Ist die neue oder was? Also ich kenne sie noch nicht, die ist richtig riesig. Dann ist also die neu. Da könnte man sich ja mal angucken. Gehen wir mal eine Runde beten. Ich weiß gar nicht, ob wir uns Gebäude damals hier angeguckt haben. Also Perishton, das sind zumindest... Ach, da geht's auch in ein Schneegebiet. Guckt mir mal kurz eure Gärten an, ne? Ob ihr hier Hobbygärtner seid oder nicht. Goldrute. Kartoffeln! Hast du schon? Ich hab Kartoffeln. Sehr geil. Kartoffeln. Ja gut, dann kann ich mir die Gebäude hier angucken. Ja. Ging ja schneller als... nehmen. Also es sind jetzt nicht wahnsinnig viele Kartoffeln. Ich kann da, glaube ich, gerade mal... eine Saatkartoffel draus machen. Also wenn du mehr findest, ist definitiv besser. Aber eine Saatkartoffel haben wir auf jeden Fall schon mal. Ich werde jetzt dieses Gebiet verlassen, weil das ist mir zu kalt. Ja, ich denke mir, ich gucke hier einfach mal die Gärten, was die hier so haben. Ja, ja. Na, das war jetzt auch gerade so ein ganz, ganz kleines.
Kindergarten. Oh, jetzt geht auf einmal übrigens mein Essen hoch. Das hat an der Stelle gesagt. Also, ich bin vor der, vom Verhungern irgendwie gerettet. Keine Ahnung, vielleicht musste ich einfach dolle frieren. Bisschen in die Straße. Auf jeden Fall verhungere ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt wieder voll Nahrung. Irgendwie. Wenn mir nicht jetzt gleich sogar noch schlecht wird, wenn ich zu viel gegessen habe. Wollte zerstören. Zerstören, nicht wegschmeißen. Doch, es darf nicht mehr gehören. Genau. Ja, jetzt ist mein Essen auf 114. Gut. Egal. Verlassen wir das Schneegebiet. Ich brauche wärmere Klamotten, bevor ich hier wieder einkehre. Oh, geschmiedeter Stahl. Nice. Finde ich auch. Nehme ich gleich mit. Aber ich werde jetzt doch eher ein bisschen mehr Richtung Westen fahren. Es ist mir zu kalt da. Oh, ich habe nur Heidelbeeren. Aber nehme ich auch gleich mit. Heidelbeeren habe ich auch bekommen. Ist auch, Mais. Ich werde da auch noch ein bisschen mehr Mais anpflanzen. Brauchen wir auch. Um sowas wie Tacos und so zu machen. Wir werden noch gute Köche werden. Aber wenigstens eine Saatkartoffel ist jetzt drin, das ist schon mal etwas. So, dann radeln wir mal weiter nach Westen. Komme ich nicht durch? Oh, da kommt schon was. Urlaub machen. Ach, die Häuser durchsuche ich nicht. Bin gerade verleitet gewesen. Ich fahre dann auch gleich weiter. Wenn ich hier alle Gärten durch habe. Ups. Oh. Hier werde ich nicht weiterfahren. Ne, was hast du gefunden? Ja, die radioaktive Gegend. Oh, nice. Da werde ich nicht weiterfahren. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen Querfeld ein. Also die Grill zu durchsuchen macht auch schon Sinn. Bisschen Richtung Süden mich bewegen. Grill, Kochgrill braucht man nicht mehr, oder? Nein, schon nicht. Woo! So, Spielplatz haben wir hier auch, ganz nett. Mountainbiking! Walter! Die sterben! Ich hoffe, mein Bike überlebt das! Und ich habe Durst! Ah! Der Hügel ist zu steil! Mountainbiking! Oh yeah! Dann trinke ich was. Mountainbiking ist anstrengend. Ja, ich habe hier ein paar Freunde gefunden. Das ist mir ein bisschen zu viel des Guten. Woo! So, wir fahren. Alter. So, ich habe das Fahrrad blöd abgestellt. Ich setze mich drauf und es rollt einmal rückwärts. Ah, da hinten war die Farm. Okay. Wow. Ich glaube, mein Fahrrad ist danach ziemlich im Arsch nach meiner Mountainbiking-Tour. Wow! Ich glaube, so kaputt wie meins ist es noch nicht. Also ich bin bei 69. Naja, ich bin bei 72 jetzt. Wer hat diese Straße gebaut? Die ist ja voll wellig, ey. Ah, apropos Straße, ich bin gleich wieder auf der Straße. Bringt mein Fahrrad nicht noch mehr Schaden. So. Puh. Noch ein Haus. Aber
glaube nicht mit Guard an. Mal, hier ist Bobs Café, das haben wir noch gar nicht untersucht. Ich glaube, ich schaue mir einfach mal Bobs Café an. Wobei, der Sedan hier ist schon leer. Ja, Fallhaus. Doch, ich glaube, wir waren hier schon drin. Ach komm, Tussi. Ich kann dich hier nicht so allein lassen. Tut mir leid. Ah. Ach komm, scheiße aus. Ich geh weiter. War da gerade ein Schwein? Oder hast du Zombie so gegrunzt? Nein, da war ein Schwein. Ach ne, erstmal Zombie, dann Schweinchen. Oh, bergauf, ich hasse bergauf. Ja. Schweinchen, so langsam könntest du mal. Wollte ich doch sagen, langsam könntest du doch mal sterben. Ey, die Schweine haben hier den Weg abgesperrt. Mit einem Auto. Aber komm, oh, komm mal vorbei. Leute. Was ist so doofe Leute? Na, dass die den Weg gesperrt. Ja, mit dem. Also man kommt da mit einem Auto nicht vorbei. So. Und ich habe, glaube ich, eine Stadt voraus. Hm. Einkaufsladen zur Linken. Also hinten sind auf jeden Fall mehrere Gebäude. Oh, Working Stiff Tools. Hm. Ah, ich fahr mal weiter. Wolf! Der sieht mich nicht. Tschüss, Wolfi. Du siehst mich gar nicht. Bleib mal weg, wo du bist. Bleib mal weg. Dyersville heißt das Kaff. Mama, ich guck mal, wo du bist. Ich fahr einfach mal durch. Ich seh dich gar nicht mehr. Hast du meine Einladung vorhin nicht angenommen? Ups. Ah ja, stimmt, du bist ja nochmal off und ich bin dann, ja. Genau. Also hier ist natürlich jetzt. War erstmal einfach doof durch. An Onkel Doc haben wir auch. Poppin' Pilz. Genau. Hier bin ich jetzt bei der Booby Trap, die hatten wir uns ja angeschaut. Da war ja ziemlich lahm. Dann fahre ich jetzt nochmal die Straße einfach weiter nach Süden. Wir haben ja ein richtiges großes Krankenhaus. Cool. Das sieht so aus wie in den alten Teilen. Comeback, ja, ich habe das Ende erreicht. Guck ich mir mal hier. Habt ihr tolle Gärten? Der Gärten hier. Okay. Hier scheint es ein Zustand zu sein. Bleib mal auf der Hauptstraße trotzdem. Gucke einfach mal weiter. Ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen weiter in den Süden und gucke, was es hier so gibt. Bin jetzt gerade nämlich in so einem verbrannten Gebiet. Das Wetter ist scheiße. Fettes Anwesen hier. Aber hat hier keiner einen Schrebergarten? Was seid ihr für Leute? Hat doch jeder. Gerade in einer Zombie-Apokalypse würde ich mir sowas anschaffen. Okay, hier ist eine Fabrik. Oh, das scheint schon das Atom, also das ganz doofe Gebiet zu werden. Aber hier ist eine. Ich fahr einfach mal weiter. Weil, wie wir ja schon mal gesehen hatten, gefährlich. Und hier könnten tatsächlich mehrere Minen sein. Hier ist ein Kino. Scheiße, Dreck, hör auf, brech ab. Da sehe ich einen Bär rennen. Ich brenn weg. Und wenn ich mal hier hin. Das sieht doch praktisch aus. Ein Rest einer Autobahn.
Da vorne ist der Kopf. Er blieb eine Kuh. Schlange? Oh oh, da kommt man hoch. Hier ist wirklich eine große Fabrik. Scheint eine Ölfabrik zu sein. Nahrung, Wasser. Was habe ich zu viel? Ein bisschen Nahrung. Okay, da ist die Straße gesperrt. Scheiß Vogel! Okay. Oh, das ist doof. Und ah, scheiße, habe ich mir die Beine gebrochen. Nee. Du hast ein Kackgebiet? Ja, ich bin gerade im Kackgebiet. Ich habe auch nach Süden hin die Straßensperre gefunden. Das heißt, je nachdem wie groß unsere Karte ist, sind wir wirklich sehr weit links unten. Ups. Hm, okay. Boy. Ich habe sowohl nach Westen als auch nach Süden jetzt die Grenze erreicht. Also wie das, hier haben viele Leute irgendwelche Spielplätze oder so ein Scheiß, aber keinen vernünftigen Garten. Komische Leute hier. Komische Leute. Hier war mal irgendwas. Oh, Hund. Hund, sitz. Fährst du drüber? Nee, vorbei. Ich glaube auch, in diesem Kaff gibt es hier keine Gärten. Ich glaube, ich kann mein Fahrrad suchen. Vielleicht laufe ich noch ein bisschen weiter in diese Richtung, an dem Bär vorbei und dann haue ich hier auch wieder ab. Also interessantestes, was ich bis jetzt auf meiner Tour gefunden habe, war wirklich diese Kathedrale, ja schon fast. Aber da würde ich sagen, sehen wir erstmal zu, dass wir warme Klamotten im Schneegebiet ist. Mhm. Kann da doch recht schnell. Ja, Klamotten wirst du wahrscheinlich hier in diesem hier in dieser Stadt locker finden. Wo habe ich da mein Fahrrad hingestellt? Ich dachte jetzt erstmal eine Schlange und ein Biker-Zombie knall ich auch ab. Bisschen was möchte man ja töten, um so ein paar Erfahrungspunkte wenigstens zu kriegen, ne? Das Haus sieht aber auch neu aus, sieht auch mit den komischen... Ups, ich hab den 60er, 70er Jahre-Style. Fahrrad, wo bist du? Wo habe ich dich hingestellt? Wird das nicht auf der Karte angezeigt? Ja, wird's. Was ist hier irgendwas Gartenmäßiges? Nee, war mal irgendwas. So, bei mir beginnt dann auch das Schneegebiet. Das mag ich natürlich nicht. Dann fahren wir die andere Seite raus. Einmal Drain. Oh, da ist ein Zombie-Bär. Oh, wie weit bin ich denn von zu Hause weg? Hier ist ein Motel. Und ich komme wieder ins Kackgebiet. Ins kackverseuchte Gebiet? Ja, ins so richtig Kackgebiet. Egal, ich fahre einfach weiter. Aber ich werde demnächst irgendwie mal anfangen, was durchlooten zu müssen, weil ich kriege Hunger langsam. Oh Gott, ich sehe vor mir, glaube ich, Wüste. Wüste ist gar nicht mal schlecht, da kannst du Aloe Vera sammeln. Aloe Vera, ja. Das silberne Aloe Vera, kennt man doch. Oh, da ist wieder ein
Köter. Oh, hier ist eine richtig fette Fabrik. Das ist eine Shotgun Messiah Fabrik. Ein riesengroßes Shotgun Messiah im Kack. Das ist verbranntes Gebiet, wo ich drin bin. Das ist ja noch schlimmer. Jetzt kriege ich Durst. Also. Ja, ich bin auch hot. Dann gleich weiter raus hier. Ich will ja gar nicht lang verweilen in diesem Scheißgebiet. Kann ich denn irgendwas ausziehen, wenn mir so hot ist? Bestimmt. Nee, die ganzen Sachen, die ich habe, die eigentlich wenn so heat resist. Ich hoffe einfach, dass ich schnell aus diesem Gebiet rauskomme. So, hier kommt jetzt auch etwas, das sieht in einer größeren Stadt wieder aus. Was sah man das nochmal da? Gravestown. 65. Ah, hier ist ein Loch im Boden. Oh mein Gott. Oh, ja, die Jacke behalten wir lieber mal an. Fühlt sich an wie 65. Ja, wir müssen noch mal gucken, dass wir vielleicht die Wärme auf Grad Celsius umstellen. Ja. Also wir müssen auf jeden Fall uns Klamotten fürs warme Gebiet irgendwie aneignen. Für kalte Gebiete, also die sind härter als früher. Ich möchte irgendwie in diesem Kackgebiet ungern anfangen, Häuser zu durchsuchen. Ah, ich fahre ja auch einfach nur durch und gut ist. Ja, also ich überlege nur wegen so ein bisschen Häuser durchsuchen, weil ich langsam einfach Hunger kriege. Das ist es. Oh, das sieht aber Wüste da vorne aus. Cool, es gibt ja Baumhäuser. Cool. Boah, jetzt auch aus dem Scheißgebiet. Müssen wir echt mal gucken, was für Klamotten am besten für kalt und warm. Okay, das ist eine Shenmue Food Station. Da halte ich jetzt doch einmal an. Ah, ich habe hier auch eine kleine Kirche entdeckt. Kleine Kirche hatte letztes Mal viele Zombies. Ah, ich guck da mal kurz rein in dieses Gotteshaus. Oh! Das ist ein Rennzombie. Aber das Gotteshaus ist genau noch so wie früher. Das ist dann hier schnell durchsucht. Zwei Fettsäcke, das ist ein bisschen viel hier. Ich habe keine Lust, euch alle hier zu töten. Nee, ich glaube, das bringt hier nicht so viel. Ich mache einmal einen kurzen Ausflug in das Wüstengebiet, um ein bisschen Aloe Vera zu sammeln. Und dann mache ich mich langsam auf den Heimweg, wenn ich mir ja. Zeit gerade anschaue. Ich bin auch um die Fettsäcke rumgelaufen, schnell gelootet. Boah, müsste alles gewesen sein. So, ich sehe aber Aloe Vera Pflanzen. Da sammle ich jetzt noch ein bisschen was. So. Aloe Vera will ich haben, auch wenn mir jetzt gerade hot, hot, hot ist. Hot, hot, hot? Hot, hot, hot. Und dann fahre ich noch ein bisschen querfeldein, weil wir das Gebiet nicht kennen. Wie sieht denn deine Moped-Produktion aus? Ich brauche Stoff. Okay. Braucht nämlich Klebeband. Kleber haben wir, nur kein Klebeband. Dann bleibe ich doch mal hier gleich stehen und hole nochmal eine Fuhre Cotton. Cotton, Cotton, Cotton.
vorhin schon so einen ganzen Garten voller Kotten vorbeigekommen, aber hier gibt es auch genug Kotten, 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 Kotten. Und daraus kann man, oder Baumwolle, daraus kann man halt Stoff herstellen. Oh ja, ich bin hungrig, ich weiß. Ich muss auf Tussi. Ich will hier nur noch Vera-Pflanzen haben. Damit wir uns vernünftige Verbände machen können. Ist das denn so schwer? Jetzt ist meine Knochenklinge kaputt. So. Ich habe jetzt 5-mal Aloe. Wo steht mein Fahrrad? Da steht mein Fahrrad. Oh, dann kann ich ja bessere Verbände basteln, das habe ich ja schon gelernt. Ja, genau, das ist es. Das ist gut. Hier hat doch was gegrunzt. Was sagt die Zeit? Fahrrad? Meine Zeit sagt, fahr nach Hause. Und ich fahre da lang nach Hause. So, noch ein kleines Schweinchen erwischt. Schön. Ich habe auch zwischendurch ein Schweinchen und eine Schlange. So, ich glaube, ich habe jetzt, wenn ich richtig geguckt habe, irgendwie um die 20 Stoff für dich. Super. Ne, hier war ich noch nicht. Das ist dahin. Oh, ich bin schon wieder durstig. Ich könnte hier irgendwas schon. Das Gebäude da vorne, das kennen wir. Okay. Ja gut, mehr habe ich nicht mehr zum Auskundschaften. Ich kann wirklich nach Hause fahren. Weil ich so einen kleinen, sehr früh schon so einen Schlenker gemacht habe in ein Gebiet, das wir kennen. Ja, ich nehme die nächste Straße nach links. Also nach Westen. Kann auch sein, dass ich da tatsächlich durch die Gegenden fahre, die du auch schon erkundschaftet hast. Weil ich bin irgendwie so von Norden nach Süden, nach Osten, bin hier so einen Halbkreis gefahren. Hier ist nämlich jetzt auch eine Kirche, wie wir sie schon kennen. Ach, ich fahre querfeldein. Da ist eine Brücke. Hier ist ein See. Aber die Gebäude stehen doch recht weit auseinander, also wir brauchen echt ein Fahrzeug. Mhm. Anfangs dachte ich, die Fahrräder würden vielleicht reichen, aber
Nö. Sie helfen etwas, aber... Ja, aber die Gebiete sind echt so... Im Süden hast du dieses scheiß warme Gebiet und im Norden ist das Schneegebiet, ne? Mhm. So komplette Streifen. Na gut, solange kein radioaktives, verseuchtes Gebiet dabei ist. Ich meine diese Gebiete mit diesen scheiß Minen. Ach so. Die hasse ich ja, weil ich jede Mine mitnehme. Also eins ist da tatsächlich im Süden. Ups. Meine Güte, wir hatten diese Straße gebaut. Holprig? Total. Ah, die so eine hatte ich vorhin auch. Ja, du bist auch irgendwie vor mir, so einen knappen Kilometer. Also, ich glaube, ich fahre genau auf der Straße, auf der du vorhin auch gefahren bist. Ah, okay. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Vor allem würde ich gerne noch die Kartoffeln... pflanzen? Ja. Ich mache jetzt auch hier Querfeld ein, aber es müsste jetzt auch bald also da sein. Also, ich kann tatsächlich nur eine Kartoffel machen, zum Pflanzen, aber... Alter! Ach, wer hat denn... Das ist ja hier... Die Steine. Steine sind tödlich. So. Ich bin da. Hurra. Ja, ich hoffe, ich schaffe es noch. Weil ich bin auch echt ziemlich down mit meiner Ausdauer. Aber ich bin jetzt fast bei unserem Händler. Also, ich bin jetzt beim Crack-A-Book. Hm, da bist du. Wir finden ja Frames. Ja, die hatte ich in der Nacht weggenommen. Damit da keine Zombies hochgehüpft kommen. Pappelepapp. Wir hatten es ja nur schon ein, zwei Mal in der Nacht. Das ja, das kann ja mal vorkommen. So. Schön ist es aber nicht. Ich habe den Frame nochmal für dich dagelassen. Nein. Ach, waren doch keine 20 Stoff, nur 14, wenn ich es gerade sehe. Kannst ja, wenn du willst, schon mal Klebeband daraus herstellen. Es dürfte einiges nämlich am Kleber auch im Dings sein. Du kannst ja noch ein bisschen Holz hacken auch zwischendurch. Oh ja, machen wir mal Kleber. Kann man das einfach zusammenmixen oder? Und ja. Ich kann die Rezepte. Aus Kleber und Stoffhetzen. Rezepte und dann Klebeband. Ja, er geht bei mir gerade nicht in die Rezepte rein. Oder muss ich das im Feuer machen? Nö, eigentlich nicht. Da ist es doch, Klebeband. Ich sehe das doch von hier. Ach, da. Ah. Und wir brauchen auf jeden Fall noch eine Batterie und noch einen Motor. Wir haben bis jetzt nämlich nur einen Motor und eine Batterie. Kannst du aber irgendwie nicht machen. Was ist denn dieses Hammer-Symbol? Schmiede oder was soll das sein? Es gibt ein Kreissägen-Symbol. Genau, das ist für die Tischsäge. Ich bin fast da. Nee, hier geht das nicht. Mein Fahrrad ist mittlerweile auf 60% übrigens. Ah, musste hier in diesem Werkbank fertigen. Du fährst noch eine Runde, ja? Ja, ich bin aber fast da. Ich bin schon in unserer Allee. Ah, das ist ja echt nicht mehr weit. Und gleich parke ich. Und zwar jetzt. Ja, siehst du, alles rechtzeitig geschafft, ist doch gut. Ja, und jetzt will ich noch schnell pflanzen. Und zwar die Aloe-Samen und die Kartoffelsamen.
Ich glaube, einen Baum könnte ich noch schaffen. Ein Baum. Es war hier alles mega durcheinander gepflanzt, aber egal. Ach, eine Aloe-Pflanze haben wir schon. So, jetzt haben wir 6 Aloe-Pflanzen. Yeah! Und ich muss jetzt ganz dringend was essen. Also so richtig dringend. Hui! Bist du an mir vorbeigelaufen? Jo. Ist ja frech. Aber ich verhungere ja auch gerade. Ich habe noch... Warte. 36 Nahrung. Boah, ich geh jetzt rein. Ich habe irgendwo gerade einen gehört, aber naja. Noch haben wir den Vorteil. Gleich hat er ja seinen Vorteil. So, viel Spaß, ihr modernen Zombie-Köpfe. Ich sehe euch nicht, aber ich weiß, ihr seid da. Beobachtet mich. Dann mache ich die Tür zu, dann könnt ihr mich nicht mehr sehen. So, puh. Segen. Yay. Da ist ein bisschen Schematik. Schematik kommt ja hier rein. Gesundheit. Gesundheit. Dankeschön. Also ich glaube, wenn du niest, ist es soweit, dass wir das Video beenden. Okay. Ich gehe auch in mein Loch hier runter und dann grabe ich wieder so ein bisschen. Mach das hier so ein bisschen schick, ein bisschen wohnlich. Geht ein bisschen tiefer hier schon. Ich so ein bisschen immer den Eisen nach. So, und hier wird dann zusätzlicher Wohnraum entstehen, wenn ich mal ein bisschen Eisenwerk geknüppelt habe. Aber was hier dann reinkommt, habe ich keine Ahnung. Zur Not packe ich hier einfach einen Tisch hin, 2 Sessel und gut ist, Leseraum im Keller. Okay. Also, Fahrwerke vom Taschenmotorrad kann ich schon 2 herstellen. Das ist Eisenrohr und Scheinwerfer für den Lenker. Ja, kriegst du das vielleicht noch fertig? Nee. Das auf jeden Fall nicht, weil ich muss ja auch noch die Dienste herstellen hier, die Reifen, vier Stück. Okay. Reifen brauchte man was für? Das kann ich dir gleich sagen, aus dem Kopf weiß ich das nicht. Okay. Weil jetzt einfach Reifen kaputt schlagen war ja nicht mehr. Außerdem brauche ich noch einen Motor und eine Bleibatterie. Wir haben bis jetzt nur einen Motor und eine Bleibatterie. Wir brauchen 2. Das ist korrekt. Was brauche ich denn? Ich brauche 20 Scrap Polymers, eine Bottle of Acid, geschmiedetes Eisen und Kohlebrocken. Kohlebrocken, also 4 Öl haben wir. 4 Bottle of Acid müssten wir haben. Ja. Und 80 mal Plastik. Plastik haben wir auch schon recht viel. Plastik kann man auch aus irgendwas gewinnen. Dann müssen wir jetzt mal so so Fernseher oder so kaputt machen. Also wir haben nur 50 Plastik, das heißt, es reicht für 2 Also gehen wir nächstes Mal in die Stadt und suchen alles, was irgendwie Plastik ist, und hauen das kaputt. Und können nebenbei Gebäude durchsuchen. Ja, irgendwie sowas. Das ist doch ein guter Plan. Da würde ich sagen, machen wir jetzt einen Break. Und das Video ist ja schon lang genug. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne kommentieren, abonnieren und ja, liken wäre auch ganz nett. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.